Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. Heute werden wir zum Zentrum der Galaxie in Euclid und dann mal gucken, in welcher Galaxie wir landen und noch weiter springen. Ein paar Galaxien. Sehen, wie die alle heißen. Ob da irgendwas gibt. Und weil wir noch sehr weit entfernt sind. Oh, ja, super. Werden wir uns einfach zu dem nächstmöglichen Portal begeben. Und von da mit dem Schiff weiterfliegen. Weil wir müssten noch sehr lange springen. Oder Glück mit einem schwarzen Loch haben. Dass wir näher zum Zentrum gelangen. Befinden. Ah, welche Taste. Wächter aufmerksam. Das ist schon wieder toll. Also hier waren schon einige. Hier gibt's. Das ist ein Anomalieplanet. Das heißt, hier kriegen wir unsere Deko. Müssen wir nochmal gucken, wo. Ah, super. Echter. Und hier sollte es eigentlich auch ein Tier geben. Falsches. Genau. Wir haben falsche Multitool ausgerüstet. So, jetzt aber. Metallfinger. Die interessieren uns nicht. Jede Menge Speichersignale. Na, also eigentlich sollte es hier auch ein Tier geben. Also zumindest eins. Ah, welcher von denen ist es jetzt? Einer der da unten vielleicht? Ich weiß leider nur, dass sie nicht so groß sind. Und aussehen. Naja, wie die anderen hier. Gut möglich, dass hier in der Nähe auch keiner steht. Weil ja hier sehr viele Basen sind. Ja, um zu sehen, wie weit wir noch entfernt sind, müssten wir ins All. Da, der ist orange. Also der hat zumindest eine andere Farbe. Vielleicht ist das einer. Wäre ja cool. Ich habe eben noch vor der Aufnahme auch auf einem Anomalieplaneten. Ah, das ist einer. Noch eine andere gefunden. Die hier. LC-Pilz. Mit dürften wir dann bald alle haben. Jetzt wissen wir übrigens, wonach wir gucken müssen. Nach roten. Da unten. Da stehen hinter dem Hügel zwei und da ist auch einer. Hier ist auch einer. Der ist aber versteckt.
So, da ist einer, da zwei. Da auch. Nehmen wir uns mit. Ne, also jetzt machen wir ja erstmal Galaxiezentrum. Und in der nächsten holen wir uns ein lebendes Schiff. Und dann mal sehen, ob wir noch Siedlungen machen. Oder nicht. Oder ob wir das mit hier reinnehmen. In einer Galaxie. Da ist einer, da ist einer. Ach, hier ist er. So, den mitnehmen. Was haben wir jetzt? Zwei Stück noch. Dann sollten wir erstmal genug haben zum Dekorieren. Da ist noch einer. Also mit geradeaus hat es der Charakter nicht so. So, jetzt holen wir unser Schiff. Wir geben uns. Oh nein. Ins All. Ah, da ist auch. Ah ja, da kommen wir ja gerade her. Gut. Wächteruntersuchung. Ja, der kann mich auch mal gerne haben. Jetzt gucken wir dann erstmal, wie weit wir entfernt sind. Ob wir da mit unserem Schiff hinkommen. Also, das sowieso, aber wie viele Sprünge wir benötigen. Also 5600 entfernt. Jetzt müssten wir der gelben Linie da folgen. Zu dem großen hellen Stern, was null Sinn ergibt. 1300 ist außerhalb der Reichweite. Kann unser Schiff nicht so weit springen? 1089. Ja. Springen wir halt hier erstmal hin. Hoffentlich landen wir nicht in Eisentamm, weil da waren wir ja nun schon. Jetzt holen wir uns den Teleportpunkt, der ist nämlich sehr nah am Zentrum. Gut, wenn wir in einer anderen Galaxie wie Eisentamm landen. Teleportpunkt. Und weiter geht's. Dann können wir ja mal gucken, wie weit können wir. 1123 nur. Ist ja nicht so weit. So. Kommen wir. Kommen wir auch näher ran. 1130. Ja, 1105. Ja, dann sind es noch zwei Sprünge oder drei, dann kommen wir durchs Zentrum. Natürlich hätten wir auch den Frachter rufen können, aber auch egal. Keine Daten verfügbar, aber eine Raumstation. Oh, eine Piratenstation. Da haben wir ja noch nicht viele von. Ist aber eine seltsame Piratenstation. Also das ist eine verlassene Station. Cool. Also eine völlig andere Bauweise. Hier oben ist nämlich gar nichts. Ah geil, wir dürfen hier drin ja nicht schießen.
Scheiße. Kann man den herstellen? Eins vor zwei, wo ist denn der dritte? Kann sein, dass ich das Rezept nie gekauft habe, weil... Oh nee, doch, da ist es. Und weil es nicht dabei. Oh, steht ein Teleporter. Dann haben wir ja doch den Teleportpunkt bekommen. So. Geht's weiter Richtung Zentrum. Und die Folge mit dem lebenden Schiff wird dann ein Sechseckplanet. Unbekannter Planet, warum das? Aggressive Wächter darum, okay. Also die Folge mit dem lebenden Schiff wird aus dem Let's Play die letzte sein. Da wir dann alles im Let's Play gemacht haben, was im Spiel gibt. Welcher liegt jetzt am nächsten dran? 500. Und scheinbar der da. Und danach werde ich zwar noch Folgen machen mit von No Man's Sky, aber da will ich bauen und gucken, was Baumenü alles hergibt noch. Und wie immer eine schöne Basis, weil eine richtige haben wir ja nie gebaut. Das dann aber alles nach dem Let's Play. Das war jetzt einfach nur alles zeigen, was man machen kann, was es alles gibt. Und mit Galaxie Mitte, Siedlung und lebenden Schiff haben wir dann, soweit, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, alles erledigt. So, hier gibt es wieder sehr viele Phasen und Speichersignale von anderen Spielern. Einsamer Planet. Aggressive Wächter, überall aggressive Wächter. So, kommen wir mit dem Schiff bis in die Mitte. Fehlt er den dann einfach raus? Ja, cool. Dann wollen wir mal sehen. Ah, wir müssen sehr lange drücken. Hyperantrieb hat keinen Treibstoff. Willst du mich verscheißern? Ist nicht sein Ernst jetzt. Hyperantrieb hat keinen Treibstoff. Echt jetzt? Hä? Ja, als würde ich da jetzt eine teure Zelle reinpacken. Der spinnt ja wohl. Das ist auch so eine dämlich billige. Wenn ich eine finde. Ah, was will der haben? Ich werde doch da nicht eine teure Zelle reinknallen. 100%, das wird ja jetzt wohl reichen. Seltsam. 85% nicht reichen? Gucken, was passiert. Ah, krass, einfach dasselbe wie mit dem Atlas. Wir zoomen raus, um dann wieder rein zu zoomen. Das ist ein Scheiß. Am Ende des Spiels wäre es cool gewesen. Aber da es mehrere Galaxien gibt, hätten sie das auch schneller durchlaufen lassen können.
Außerdem sieht es ein bisschen aus wie ein beleuchteter Tunnel. Oh, das dauert länger als die Reise zum Zentrum. So, in welcher Galaxie landen wir? Hilbert-Dimension. Cool, da waren wir noch nicht. Ist unser Schiff wieder Schrott. Und wir landen bestimmt wieder auf irgendeinem Planeten, der uns töten will. Dreckswächter, Dreckswetter. Haben wir ja mal so ein Glück. Die Schiffe, die lebenden Schiffe, coolere Farben haben in der Hilbert-Dimension. Kontaminierte Pfützen, war ja klar. Wächter limitiert. Mhm. Was auch mal heißen mag. Ach ja, alles Schrott. Atlas Systemanzug. Aha, mhm. War alles Schrott, Schiff ist auch wieder, wer weiß wo. Den da brauchen wir, ne? Ammoniak, ja klar, aber nicht mit. Weil, warum auch? Planetenkarte. Okay. Blinkt mal vor dich hin. Sollen wir... Links von uns ist ein Frachter. Und ein Stück geradeaus, links den Berg hoch, ist ein Gebäude. Vor uns auch. Ach ja, scheiße. Hier geht ja schon wieder nichts. Also da hinten ist ein Gebäude. Da oben auch. Aber da kommen wir wohl eher nicht hin. Ja, Minenlaser ist auch Schrott. Mhm. Boah, können wir irgendwas reparieren? Ah, wir haben ja auch keinen Strahlungsschutz, mir auch klar. Ein paar Sachen können wir reparieren. Ah, Stelsoflied haben wir ja nicht. Die Wasserstoff, geil, haben wir auch nicht mit. Tritium auch nicht. Alles im Schiff. Ach nö. Den einzigen, den wir hier brauchen. Ne, warte mal, wir brauchen Strahlung, ne? So, ja, wir brauchen Strahlung. Wir brauchen den da. Den können wir reparieren. Cool. So, dann können wir jetzt auch seelenruhig zum Gebäude gehen. So, Minenlaser. Geritstaub haben wir dabei. Deshalb ist es sehr wichtig, alles dabei zu haben. Oder mit einem Multitool auswählen und ein Schiff, das nichts eingebaut hat, sondern nur, dass man bis dahin kommt. Bis zum Zentrum. Oder halt kurz vorm Zentrum wechseln auf ein anderes Schiff. So. Hier viel Riedstaub. Ja, cool. Reicht erstmal. Gucken, was ist das für ein Gebäude? Ja, Gebäude ist es jetzt nicht wirklich. Aber vielleicht gibt es hier Kram.
Also erst machen wir hier Müll. Und dann doofe Naniten. So, hier ist Navigationsdaten. Da drüben irgendwas. Oh, jetzt können wir Tiere scannen. Ah, das ist ein Stein. Scheiße. Wie viele Tiere gibt es denn hier? 6. Okay. Bisschen Kleingeld. Nanit. Schild herstellen. So, wo ist unser... da hinten ist unser Schiff. Wie weit ist diese blöde Station weg? Ja, da brauchen wir unser Schiff für. Frag mich, ob wir den Berg hochkommen. Hier ist noch ein drittes Tier. Da ist das vierte Tier. Und das fünfte, oder was? Ja, jetzt stehe ich im Weg, dem ich habe. Stein, ey. So, eins fehlt noch. Ah. Komm schon, Tierchen. Dann hätten wir hier direkt alle entdeckt. Wäre cool. Was ist denn? Vielleicht finden wir es auf dem Weg zum Schiff. Wäre cool. Ja, das funktioniert ja schon wieder super. Außerdem müssen wir ja gucken, wo befinden wir uns in der Hilbert-Dimension. Sag mal, hat auch schon mal besser funktioniert mit dem nach vorne laufen. So, kommen wir da hoch. Hier die Pflanze können wir mit dem Exo-Anzug besser springen. Ja Gott, wo ist das Schiff? Springen wir hier hoch. So. Da ist es. 600 entfernt. Und natürlich muss es hinter so einem riesen Berg stehen. Warum auch nicht? So. Ist natürlich auch der höchste Berg, den der Planet hat. Ey, es läuft da halt hoch. Ah, guck mal, wieder nichts. Aber hier können wir speichern. So. Da hinten ist das Schiff. Alter, wieso geht das jetzt nicht? Noch nach vorne, ey. Hopp nicht mehr. Ist aber echt sehr weit weg. Jetzt geht's, oder was? Gucken wir, was wir hier wieder nicht erfahren. Irgendwas vom Atlas, ja. Genau. Anomalie ist fügsam. Cool. Ja, Schild deaktiviert. Nee, auf Nerv.
Erstmal ausmachen, dass mich die Scheiße jetzt hier jedes Mal was kostet. Kreativ, normal. So. Business Scheiß. Inventar, Hyperantrieb, Basis. Treibstoff herstellen. Kostenlos. Kostenlos. Mann, Mann, hör auf zu nerven, dem ich Antrieb. Das ist so nervig, dass man das jetzt alles einzeln reparieren muss. Beim nächsten Sprung nehmen wir irgendein anderes Schiff, in dem nichts eingebaut ist. Wechseln auf das royale Multitool, da ist auch nichts eingebaut. Also den ganzen Scheiß hier ersparen. Alles reparieren, nur damit du einen halben Meter weit nach vorne kommst. Ah, dauert das lange. Ja, auf zu piepen. Mein Schild ist kaputt, mein Schild heile, wir brennen, mach das Feuer aus. Oh, ist das nervig. Also man sollte genug Ressourcen dabei haben, am besten von allem alles. Also wie man sieht, kostet ja ewig viel. Also zum Starten reicht ja auch Startschubdüsen, das Ding hier, oben ein bisschen Impulsantrieb, ein Teil, das reicht. Dann kommt man bis zur Raumstation und da kann man den ganzen Kram kaufen. Oder man ruft seinen Frachter, wenn man da sowieso alles hat. Könnte das Ding mal aufhören zu piepen. Das Nötigste ist doch repariert. Ja, hier seelenruhig vor sich hin, ey. So, hier ist alles repariert. Wahrscheinlich piept der deswegen hier. Oder wir kriegen gerade eine Übertragung von, wer weiß, was auch immer. Oh Gott, ich bin ewig damit beschäftigt, hätte ich gar keinen Bock drauf. Völlig überflüssig. Kann man bestimmt auch deaktivieren oder so. Mit der Spannung hat das jetzt hier nichts zu tun. Einfach nur nervig. Ah, wir kriegen Übertragung, das ist das Nervige. Ein dummer Vaikin. Mhm. Was will der von uns? Boah, echt jetzt. Eine Drecks-Siedlung. Wahrscheinlich hier wieder auf dem Müllplaneten.
Welche Farbe haben die hässlichen Frachter? Hier war noch irgendwelche. Naja. Also. Wo schlägt er uns denn die Siedlung vor? Cool ist weg. Auf jeden Fall will er ja, warum auch immer, dass er zum Observatorium geht. Dann holen wir uns den Teleportpunkt bei der Raumstation. Gucken mal, was für Schwachsinnsplaneten hier sind. Und wo wir uns in der Galaxie namens Hilbert-Dimension Galaxie einfach Dimensionen nennt, wenn man sonst keine Probleme hat, befinden. Ja, Speicher schneller. Hey, diese Dreckstüren. Bla, Antwort ist eh falsch. 7398. Ah, cool. Also in jeder Galaxie gibt es exakt dasselbe, exakt dieselben Farben. Mhm, Ruine. Schön. So, wo ist die Dreckstür? Gibt nicht mal einen Erfolg dafür, dass du das Zentrum der Galaxie erreicht hast. Was ein Scheiß. Wozu soll man das denn überhaupt machen? Ist halt die Hauptaufgabe oder Hauptziel. So. Ja, wir wollten gucken, was hier für Drecksplaneten gibt. Ja, unser Scanner geht mal wieder nicht, weil... Oh, er geht ja doch. Was ein Wunder. Im zweiten System funktioniert er nämlich nicht. Strahlenübersäter Planet. Das ist doch dann 100 Pro der letzte Anomalieplanet, der uns fehlt. Dampf. Oh ja, aggressive Wächter und da will er uns hinschicken oder was? Mal Latten am Zaun. So, mach ihn jetzt hier. Dickiger Planet und nur dieser Dreckshaufen noch. Hey. Dann, wo ist die Raumstation jetzt hin? Was ist denn der Raumstation oder der Planet? Wir gehen erst auf den Planeten, gucken, ob. Ach, den dahinter haben wir noch nicht gescannt. Gegnerisch, ja, cool. Also, strahlenübersäter Planet, gucken, ob das der vielleicht letzte Anomalie-Planet ist, bei dem wir Dekogramm kriegen und ein Tier scannen können. Eine Raumstation, ach ja, wo sind wir eigentlich? Wir sind jetzt näher an der Galaxie-Mitte als eben in unserer eigenen Galaxie. Da waren wir 700 irgendwas. 1000 Lichtjahre weg. Wir sind jetzt schon 20.000 Lichtjahre näher. Atlas-Station, nicht so ein scheiß Ernst. Warum sollten wir das machen? Wir haben die doch. Ey, warte hier. Echt jetzt? Krass. Also hast du es. Durch bis zur Galaxie Mitte, wie ihr seht, kannst du wieder von vorne anfangen. Witzig. Warum sollte man sowas machen? Jetzt zählt er uns weiter. 16. Er hat noch 16 Minuten, ja. In seinen Minuten. Das könnten ja Tausende sein. Immer. Es ist doch jetzt nichts Neues dann. Also warum sollte man das nochmal exakt dasselbe
durchspielen. Oh ja, das sieht ja aber... Ist das vielleicht ein Anomalieplanet? Lande doch. Auf jeden Fall steht hier lila Zeug rum. Obsidianhitze. Ja, cool. Das ist aber... 1 von 1. Krass. Kann man das füttern? Nein. Oh, scheiße. Oh Gott, ey. Fliegt doch noch wilder herum. Kann man die jetzt einfangen oder nicht? Also eben hatten so ein Fragezeichen. Alter, wie soll man die denn einfangen? Ist der blöde Ball. Es sind zwei, wie soll ich... Da war das Fragezeichen, da ist es. Nein. Oh, scheiße, hält ja nicht lang, dieser so ein Nahrungsstick hier. Es, kann man die nicht schneller verteilen? Nein, ich kann nicht E drücken. Da gibt es aber bestimmt wieder irgendwie einen Trick oder so. Oh, scheiße. Ach cool, wenn ins Menü geht scheiß Jetpack aus, ey. Ich halt. Ich meine, ist das ein Deko-Planet. Man muss die Deko nur finden. Deko. So. Was davon ist die Deko? Da. Ja, Alter, lauf doch in die Richtung, du Dödel. Das ist ja cool. Weil. Also, Muscheln, die auf der Innenseite lila sind. Krass, wenn man nur die Außenseite sieht. Ein Sendeturm. Super. Zählt mich nicht. Was waren die einzigen beiden hier, oder was? Da. Alte Datenstruktur ist aber nicht das, was ich suche. Er kennt aber auch super schlecht die Farben. Sphäritstaub. Ja, cool. Ein Würfel. Das lohnt ja. Ja, jetzt kommen wieder nervige Wächter, ey. Brauchen die Dekoartikel, das ist viel wichtiger. Da ganz hinten. Da ist einer. Also die leuchten auch noch extremst. Aber das da hinten ist auch der einzige. Also. Werden wir uns den mal gönnen. Ja, ist noch zwei. Boah, dann haben wir drei, dann müssen wir aber echt sparsam sein.
Aber 3 ist besser als gar keiner. Ich meine etwas. Und da wir den Deko-Planet genannt haben, können wir hier immer wieder hin. Können wir nicht, wir waren noch nicht auf der Raumstation. Aber hier gibt es halt ziemliche Wächter. So, Raumstation. Und wir könnten ins nächste System gucken, ob da ein Planet ist, in dem nicht überall Wächter sind. Dann können wir direkt zum Zentrum der Hilbertdimension ab ins nächste. In die nächste Galaxie springen. Weil man muss einfach nur 16 mal dasselbe Symbol eingeben, dann findet das nicht. Also wenn die Adresse nicht existiert. Wenn die Adresse existiert, wäre schlecht. Dann springt, sucht er von einem Zentrum aus, also der Galaxiemitte, das nächstliegende Tor. Und dann musst du noch ein paar Mal springen und dann bist du im Zentrum. Und das klappt in jeder Galaxie. Deshalb wäre aber auch in jeder Galaxie ein Basiscomputer haben sehr gut. Es ist ein krasses Grün, muss ich mal sagen. Aber ich werde nicht in jeder Galaxie den Weg des Atlas machen. Da gar keinen Nerv drauf. So, ab ins nächste System. Und nix hier. Atlas-Mission. Geh dahin, wo ich Lust habe. 2 Sterne, G1 Wasser. F3, E6. So, haben die jetzt hier alle einen anderen Namen oder was? Wieso ist denn jetzt. Na, springen wir da hin. Fangen jetzt alle mit G an. Aber 5 liegt mittig zwischen 1 und 9. Müsste ja funktionieren. Gucken, was es da für Planeten gibt. Ja, Hilbert-Dimension. Ja, klar. 2 Planeten, das ist einfach. Was man so findet. Da ist einer. Säuerlicher, super. Und da ist der andere. Der ist lila. Ein stinkender Planet. Mhm. Nicht deren Ernst. Die Raumstation hin. Ist denn das Grüne da? Eine Fregatte? Eine grüne Fregatte? Nee. Die ist überhaupt nicht grün. Was haben wir denn? Ja, das habe ich bis hier hinten gesehen. Ja, ein Gag. Der kann auch tot umfallen, ey. Ah. Oh. Ui, tut mir fast leid. Nicht mal kaputt machen, das blöde Ding. Oh, ich wurde gescannt. Wo ist denn eigentlich die Raumstation? Ach, da unten. Ah, da, da, da. Dass man nicht schneller fliegen kann, ne? Das sind 3-Sterne-System und hier sind 2 Planeten. Ja, schlimmer als der andere. Gut, ich werde hier noch irgendwo einen Basiscomputer in irgendeinem System hinstellen. Falls ich irgendein gutes System finde. Und dann noch die
ganzen Galaxien abklappern und in jede Basiscomputer stellen. Und wir werden uns in der nächsten Folge dann noch das lebende Schiff werden wir uns noch holen. Dann bedanke ich mich nochmal vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.